Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic im Nordend. Beim letzten Mal haben wir ja das nicht geschafft, hier ne, Urzog und so zu läutern, weil gute Turwut-Pranke so schnell down war, so schnell konnte ich ihn gar nicht irgendwie versuchen zu heilen. Bin mir nicht so ganz sicher. Na geil. Jetzt kommt er hier. Bin mir nicht so ganz sicher, dass das so der Job ist, den wir schaffen müssen. Deswegen, auch wenn es schön wäre, es ist eine Gruppenquest. es wäre schön, den Kilt der göttlichen Folter zu kriegen. Aber ich fürchte, den werden wir nicht kriegen. Deswegen werde ich jetzt diese Quest abbrechen. Manchmal muss man halt sich eingestehen, das funktioniert so nicht. Aber es ist nicht schlimm. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Dingen, die wir können. Hätte irgendwie Lust, da mal hinzugehen. Hinzufliegen. Und mich da drum zu kümmern. Genau. Wir haben noch nicht alles aufgedeckt, sowieso. Das ist schon mal ohnehin wichtig. Wir haben... Genau, wir haben heute übrigens den 14. Nicht wundern, ich habe tatsächlich nach meinem Geburtstag einfach noch ein paar Tage mir freigenommen und nutze das jetzt einfach mal heute aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt noch mit der Folge nachher um 16 Uhr, die hochzuladen, dass sie dann in einer ordentlichen Qualität da ist. Das ist ja manchmal ein bisschen problematisch. Ja, ich muss mal eben hier hoch. Eine Quest ist noch da unten drin. Ah, da ist er. Der gute Kuchen. Ich hoffe mal. Okay. Ihr stellt euch Kuchen vor. So sind die Söhne des Eisens also auch eure Feinde? Meine Streitkräfte haben die Eisenzwerge in ihrer Stadt eingeschlossen, aber wir könnten Hilfe bei der Erstürmung gebrauchen. Werdet ihr uns unterstützen? Ich denke. Okay. Es regnet Zerstörung. So. Unter uns liegt die uralte Dunkeleisenbastion Tormodan. Vor tausenden von Jahren brachen die Steinriesen das Land in zwei, wobei Teile der Stadt zum Einsturz gebracht und ein großer Teil des Rests freigelegt wurde. Selbst jetzt versuchen die Eisenzwerge, ihre alte Hauptstadt zurückzugewinnen, aber das werden wir nicht erlauben. Meine Riesen füllen den Graben mit Felsbrocken und Geröll, in der Hoffnung, ihn damit zu verschließen und die Eisendiener bei der Arbeit zu töten. Nehmt die Felsbrocken, die ihr nordöstlich des Grabens findet, und helft uns, ihren Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Oha. Ich weiß nicht. Sind wir jetzt gerade gewachsen? Und gerade größer geworden? Das sah jetzt ein bisschen so aus, hm? Ja, wir sind jetzt stark genug, um Berge zu versetzen. Okay. Okay. Ja, ich habe gerade schon gedacht, wir sind jetzt nicht unbedingt groß genug, um sowas zu machen. Ach, das ist ja jetzt interessant. Sehr cool. An die Quest erinnere ich mich nicht. So. Fels. Jetzt ein bisschen unpraktisch. Oh, hier sind die Mustangs, die wir ja auch noch verängstigen müssen.
Haben wir jetzt... Ah. Wir haben keinen Platz hier frei. Das war unpraktisch. Okay. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das... Ich weiß nicht, wieso. Geht das? Das zählt. Okay, machen wir alles hier so mal, ne? Wir sammeln Felsbrocken auf und wir... ich frag mich nur, wo weitere Felsbrocken sind. Und irgendwo da unten ist auch noch eine Quest. Den ja nicht wehtun. Möchte sie nur verängstigen. Okay, hier ist wieder ein Felsbrocken. Ich sehe jetzt auch noch mehr Felsbrocken. Ja, das kriegen wir hin. Ja, es ist schade, dass die nicht hier so angezeigt werden, sondern dass ich die wieder aus dem Inventar holen muss. Finde ich immer so ein bisschen bekloppt. Mal hat man das Item direkt dabei, mal nicht. Also das ist so, blöd. Ich muss näher ran. Okay. Können immer den gleichen Eisenzwerg scheinbar unterbrechen. Da unten ist auch einer. Ah, und hier sind auch die runden beschriebenen Riesen. Die hatten wir ja schon im hier in im heulenden Fjord, ne? Gerade überlegen, aber ja, das war schon im heulenden Fjord, wo die waren. So. Nope, nicht runterfallen. Kann ich beide erwischen? Nee, ich kann nur einen erwischen, okay. Das ist so geil, dass die Riesen hier Äste, ganze Bäume runterwerfen. Nicht einfach nur Felsen, sondern einfach Bäume. Und da sind ganz viele. Können wir die alle verängstigen? Hm? Nein. Doch, ja, gleich mehrere. Sehr schön. Also, die Armen, aber ja, ihr wisst schon. So, jetzt brauchen wir noch einen Riesen, Quatsch, einen Zwerg unterbrechen und dann haben wir es. Diese Riesenform, die wir jetzt haben, die ist ein bisschen, also es ist ein bisschen anstrengend, so langsam zu laufen. Mal, die können wir jetzt... Genau, es ist mir lieber, wir haben unsere normale, schnellere Form. Also auch wenn wir damit... Ja, ich will sie nur verängstigen, ja.
Okay. Die waren verschwunden. Okay. Das funktioniert nicht. Da oben ist er. Okay. Hallo, Großer. So schnell wir auch den Graben füllen, so schnell machen die Eisenzwerge ihn doch wieder frei. Wir werden die Stadt nicht allein durch den Angriff von oben einnehmen können. Ihr müsst den Irrenden helfen, die auf dem Platz unten kämpfen. Ja, das ist vielleicht besser. Die Söhne des Eisens haben ihre Runen benutzt, um viele meiner Brüder zu fesseln und benutzen sie dazu, die Belagerung von Tor Modan zu beenden. Ich wünschte, wir müssten sie nicht bekämpfen, aber wir haben keine andere Wahl. Meine Riesen werden ihnen nicht lange standhalten können. Ich habe diesen irdenen Splitter mit einem Segen versehen, der unsere Verbündeten helfen wird. Nehmt ihn mit euch in die Schlacht in den Feldzügeln im Norden und benutzt ihn, um meinen Brüdern Vertrauen und Stärke einzuflößen. Tötet alle Eisenzwerge, die sich euch in den Weg stellen. Okay. Ah, ein Mann da hinten, die. Okay. Ach so. Ah, die muss ich. Okay. Jetzt verstehe ich, die muss ich natürlich, wenn ich das noch schaffe. Die Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Du Schande. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man so klein ist. Ich sehe hier aber gar keine. Boah, 30 Sekunden Abklingzeit. Ach du Schande. Sind wir ja ewig und 3 Tage dran. Ah, die kommen dann. Ah, ich verstehe. Okay. Warum weicht er die ganze Zeit? Also irgendwas stimmt nicht. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, der konnte irgendwie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit ausweichen. Das machte keinen Sinn. Okay, jetzt. Und ich habe mich schon gefragt, wo die Eisenrunen Rächer herkommen. Aber klar, wenn die. Der Feind wird stärker, helft mir. Okay, ja. Das machen wir jetzt mal so, ne? Je nun. Das klappt doch. Okay, jetzt kommt wieder so ein. Okay. Das ist jetzt. Ihr seid ein Dummkopf Kuruns hoffnungslosen Kampf zu kämpfen. Also hoffnungslos ist er ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir das so angucke. Funktioniert doch. Wieder ein unbeschriebener Riese weg. Ich finde, das funktioniert. Kinder des Eisens, leiht mir eure Klingen, so.
Wo ist er denn? Irgendwo dahinter. Bin nicht gesehen. Ah, da. Niemand wird uns davon abhalten, unser Schicksal zu erfüllen. Ja, doch. Wir. Wir halten euch davon ab. Funktioniert auch ehrlich gesagt ganz gut, finde ich. Immer noch. Müssen immer noch einen Eisenruhenrecher. Irgendwie kam bei dem ersten keiner und darum muss ich jetzt. Na. Meister des Eisens, helft mir in diesem Kampf. Ja, das finde ich. Valide. Darum zu bitten. Schließlich haben die Eisenzwerge die Riesen mit Runen versehen und ihrer Sache zugeeignet. Sehr schön. Ach, wir müssen immer noch vier Hochland-Mustangs verängstigen. Das lässt sich doch jetzt hoffentlich relativ zeitnah erledigen in einem Schwung oder so. Vielleicht habe ich Glück und kriege wieder so vier oder fünf auf einmal. Wenn die so in ihrer Herde unterwegs sind. Oh, hier sind gar keine mehr. Habe ich sie alle erfolgreich wegverängstigt? Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Okay, das ist, muss ich jetzt wahrscheinlich wieder einzeln machen. Pferdebrüller. Nicht der Pferdeflüsterer. Nein, wir sind der Pferdebrüller. Weil ich ja sagen muss, wir sind ja eigentlich kein Brüller, sondern wir sind ein Blendgranatenwerfer. Ich weiß nicht, ob das so zählt. Was ist denn da? Ach, da ist ein Bauwerk. Ich habe gerade gedacht, das sieht aber sehr komisch da hinten aus, aber das ist gemauert. Es sah halt so leer und karg aus, als wäre da irgendwie die Karte nicht geladen, aber sie ist natürlich geladen. Das ist steinerne Stufen oder sowas. So, komm, hier den letzten Mustang auch noch und dann wird das auch erledigt. Ach, und rein theoretisch brauche ich auch noch aus das Hirschgeweih. Ah. Wäre ja hier auch in der Gegend, ne? Also ich meine, hier rennen ja Hirsche rum. Und die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sind das überhaupt die richtigen? Ja, es sind die richtigen. Na gut. Okay, das dauert zu lang. Und es droppt auch kein Gehirn, wollte ich gerade sagen. Geweih. Kein Hirschgeweih. Kein Gehirn. Alles klar. Ach, es ist Montag, ne? Gut, dass ich jetzt heute frei habe und nicht arbeite. Der Unterschied zwischen Gehirn und Geweih gerade nicht hinbekomme. Das ist interessant, dass er. Ach nee, verbeulter, nicht verfaulter. Ich habe da verfaulter Huf gelesen. Ja, ich glaube, heute ist wirklich nicht so ein guter Tag so bei mir. Hm. Ah. Diese dummen Geweihe. Ich meine, jeder von diesen Hirschen hat ein Geweih. Also rein theoretisch müsste doch jeder von denen eins fallen lassen. Hm?
Aber Theorie und Praxis mal wieder. Theorie und Praxis. Ich meine, nichts ist so schlimm wie die Trolluhren-Quest aus dem Schlingendorntal, aber ja, ich mache das jetzt einfach mal fertig, damit ich die Quest auch erledigt habe. Das sind so Quests, die ich eigentlich so, so blöd finde immer. Aber es ist ja wieder für ein, ist ja für ein Ritual, wo sie das nicht ohne das Na toll. Wenn sie wenigstens was anderes noch droppen würden, irgendwie Hirschfleisch, mit dem ich kochen kann oder so, aber nein. Das kühle Fleisch ist ja tatsächlich nur für dieses eine Rezept, also ich wüsste zumindest nur dieses eine Rezept, wo das für nutzbar ist. Vielleicht, ach nee, sondern das gleiche. Vielleicht gibt es da auch noch ein weiteres Rezept, für das man das nutzen kann. Das ich noch nicht habe. Ist möglich. Oh Gott, immer nur verbeulte Hufe. Bin hier gerade auch nicht so sicher, ob ich bei Disziplin bleibe. Also in anderen Gebieten mit mehr untoten Gegnern, da macht das Sinn. Ja, so rein vom Rollenspieltechnischen her auch. Aber gerade macht vielleicht der Schatten, die Schattenskillung mehr Sinn, weil sie mehr Schaden macht. Trotz allem. Ich überlege gerade, wenn ich da jetzt drauf umswitche, muss ich dann... Ich habe beides hier. Beides verschiedene Hilfensätze. Ich gucke jetzt mal einfach, was passiert. Okay, er hat auch sehr schön. Er hat auch die, Ja, okay. Ich hatte bei Schatten, glaube ich, alles belegt, was ich belegen wollte, ne? Oder hatte ich noch irgendwas? Ach, den Masochismus hatte ich noch nicht. Ja, das bitte komplett. So, ich glaube, jetzt hatte ich aber alles, ne? Oh, das könnte ich... Dienstbare Schatten. Okay, das ist mal wieder... Ja, es haben sich mal wieder Dinge verändert. Das ist ja immer das... Ich probiere es jetzt nochmal wieder mit Schattenenergie, also mit Schattenmagie. Das ist... da bin ich so... einfach geübter drin gewesen und das merke ich auch. Also ich tue mich in manchen anderen Sachen doch ein bisschen schwerer hier. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Keinen direkten Unterschied gesehen zwischen dem Tempo, mit dem ich den einen oder den anderen Hirsch jetzt hier umgehauen habe, aber... Vorteil ist, hier kann ich mir mit Dispersion wenigstens Mana zurückholen, was ich eben in der Disziplin-Skillung nicht kann. Ach, die armen Hirsche hier. Und ich habe immer noch nur... Mir fehlt noch ein einziges Hirschgeweih. Na kommt. Gebt mir das noch, dann, ohne dass ich noch 5 weitere Hirsche umhauen muss. Bitte. Wäre schön.
könntest das jetzt haben. Hm? Du hast das auch, ne? Du gibst mir jetzt das fünfte Hirschgeweih. Nein, natürlich nicht. Es wäre so schön. Dann kann ich das jetzt so machen. Okay, dann kehren wir jetzt mal zurück. Zu Kurun und machen erstmal hier für ihn. Na, erstmal machen wir hier alles um Tor Modan fertig. Da unten ist auch noch eine Quest drin, die Harrison Jones. Okay, ja, er war hier. Ich hatte das ganz vergessen, wo der war. Natürlich. Ihr habt unseren Verbündeten die Kraft gegeben, weiterzukämpfen, und dafür danke ich euch. Trotzdem müssen wir einen Weg finden, diese Schlacht zu beenden, bevor wir überrannt werden. Wenn wir die Verteidiger in Tor Modan nicht besiegen, dann können die Eisenzwerge bis in alle Ewigkeit ausharren. Die Irdenen haben tapfer gegen die Konstrukte gekämpft, die die Söhne des Eisens aufgebaut haben. Die Tunnel verengen sich zu schnell, als dass meine Riesenkameraden uns von Nutzen sein könnten, was unsere Optionen einschränkt. Wärt ihr bereit, euch in die Stadt zu wagen und den Zwerg, der den Widerstand befehligt, zu töten? Okay, ja, es ist keine Gruppenquest, also ja. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wo der gute Harrison ist. Ah, da ist die Notiz. Zerfleddertes Tagebuch. Dieses abgenutzte, mit Matsch beschmutzte Tagebuch hat auch schon bessere Tage gesehen. Beim Durchblättern fallen euch Dutzende von Notizen, Diagrammen und Abbildungen ins Auge. Das einzige Stück Text, das ihr lesen könnt, ist ein Eintrag, der mit dem Namen Bran Bronzebart unterschrieben ist. Die hintere Hälfte des Buches, die jüngsten Einträge enthalten hätte, ist abgerissen worden. Jemand hielt die Notizen für wichtig genug, um sie zerstören zu wollen. Wenn ihr die fehlenden Seiten auf dem Schlachtfeld finden könntet, würden sie vielleicht brauchbare Hinweise liefern. Gott. Okay. Muss mal gucken, nicht, dass die wieder irgendwie immun gegen irgendwie sowas sind. Nee, aber sind sie scheinbar nicht. Besonders gut sind sie auch nicht, hm? Okay. Ja, das ist nicht so schlimm wie die grünen Hügel des Schlingendorntales oder die Schredderanleitung. Wir brauchen 8 Stück, ne? Okay, ich muss das mal eben hier hinpacken. Das muss ich da hinpacken. Das da. Das ist alles Verkauf. Das nicht. Oh, das können wir einfach mal benutzen. Okay. Ja, entschuldigt. Ich war abgelenkt von vom Sortieren meines Inventars. Das muss ich jetzt mal eben... Aber diese Golems sind nur Stufe 73. Also, sorry. Wir sind mit Stufe 78... leicht überlevelt. Wie viel? Eine noch. Ja, wir können ja mal hier ein bisschen ein paar von den Golems dezimieren, dann... haben die irdenen Krieger da auch ein bisschen weniger Probleme. Und wir müssen sowieso noch den Eisentarn Argrum töten. Goldklee. Irgendwo da ist Goldklee.
So, Tagebuch rekonstruieren. Bin ich ja mal gespannt, ob wir das auch noch lesen können. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich hoffe aber. Mehr fehlende Tagebuchseiten sammeln? Warum? Die Quest ist erledigt. Nee, das kann man nicht lesen. Das finde ich jetzt sehr schade. Ernsthaft, du? Du bist jetzt aggro? Wieso bist du aggro? Schnucki. Wo kommst du denn her? Bleib mal da hinten. Okay, das ist alles hier unten und wir müssen, ja, wir müssen hier, ist gar nicht, müssen glaube ich da rein, ne? Da müssen wir rein. Für den Eisentarn. Ich hoffe mal, dass wir ein Stück weit hier reinfliegen können. Ah, natürlich landen wir genau vor der Nase. Das lässt sich ja noch erledigen. Ja. Zur Weisen Paluna müssen wir dazu. Überlegen, wie wir das... Ja, ich glaube, wenn wir den jetzt gleich noch machen, dann können wir da... Vielleicht? Machen wir lieber den? Das vergessen? Habe ich vergessen. Okay. Habe ich nicht erwischt beim Klicken. Na komm, fall um. Ich hoffe, dass wir uns gleich keine Felsen und Bäume auf den Kopf fallen, wenn die Riesen da oben weiter Sachen runterwerfen, dass wir da ein bisschen Glück haben, dass wir nichts auf den Kopf geworfen bekommen. Psi. Achso, nee, wir waren noch nicht komplett, ne? Aber jetzt sind wir's. Okay. Wie kommen wir denn hier am besten durch? Können wir hier durchfliegen? Das wäre vielleicht einfacher, ne? Wenn wir hier durchfliegen können. Wir hätten hier gar nicht so reingemusst. Wir hätten einfach runter, hier runterfliegen können. Aber hier ist der nicht. Oh. Ich falsch? Falsch gelaufen? Der ist gar nicht hier. Ich bin falsch. Wo ist der denn dann? Ich dachte, der wäre hier unten drinnen. Und die Quest für Harrison Jones ist auch noch irgendwo da unten und ich habe sie nicht gefunden. Aber hier ist sonst nichts. Hm.
bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh, hier komme ich nicht hoch. Schade. Ja, ich laufe jetzt einfach mal raus. Wahrscheinlich muss ich an einer anderen Stelle da rein. Ach komm, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Lass das. Okay, ich werde jetzt nochmal... euch in die Stadt zu wagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das da irgendwo ist, aber... wahrscheinlich bin ich wieder irgendwo falsch abgebogen. Sie würde mich nicht wundern, weil ich irgendwo... da ist auch Harrison Jones, irgendwo da unten. Aber da unten war kein Durchgang, oder? Habe ich da was übersehen? Ist da an der Seite ein Durchgang? Nee, hier ist nicht... benötige Runenschlüsselstein. Okay, hier ist auch noch irgendwas, was ich auch nicht habe. Aber da ging es auch nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal, ich kehre jetzt erstmal zum Camp Onequa zurück. Und guck dann mal. Orientiere mich dann nochmal und so. Muss ich doch von der anderen Seite dahin. Das sieht jetzt aber schon eher nach Trollen aus da unten. Ja, sind es auch. Der Musik nach zu urteilen, sind es Trolle. Ich habe noch nicht alles aufgedeckt hier. Mal kurz gucken. Was fehlt uns noch? Der Holzfällerposten und die Venturebucht. Okay. Der Holzfällerposten ist da. Und wo ist die Venturebucht? Da unten? Eventuell? Nee. Oder doch? Vielleicht ist da unten die Venturebucht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es könnte sein. Wobei, hier unten waren wir ja eigentlich, ne? Bin verwirrt. Ist da die Venturebucht? Wir fliegen einfach mal hier rüber. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ach Gott. Harkors Lager. Hier ist noch alles Mögliche zu tun. Ja, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt einfach mal hier so an der Küste ein Stück lang. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwas ist. Aber hier ist nichts. Okay. Sehr hübsch, die Wäscheleinen zwischen den beiden Hütten hier. Naja, ist Forscherliga, okay. Okay. Und Don Argol. Noch entdeckt. Das zählt nur leider alles nicht für das Aufdecken der Karte.
Die vergessene Warte? Habe ich auch noch entdeckt? Na sowas. Okay. Dann würde ich sagen, kehren wir mal um. Fliegen wir mal eben zum Camp Onequa. Jetzt haben wir hier nur wirklich alles aufgedeckt, was wir aufdecken können. So wie es aussieht. Sind schon auf dem halben Weg zu Level 79. Ach Gott. Ja, das ist so ein bisschen blöd. Eigentlich hatte ich ja gedacht, ne, nicht so hochlevelig sein, so ein bisschen Herausforderungen dabei auch mitbringen, aber ist so klein. Ich habe das gerade tatsächlich übersehen. So, dann gehen wir doch erstmal hier zu ihm. Solok nickt anerkennend. Gut gemacht, Unibandra. Wir dürfen die Allianz keinen einzigen Vorteil gewinnen lassen. Ja, das ist richtig. So, weise Paluna. Was ist das, was ihr da habt? Ich habe hier ein Tagebuch, das scheint Bronzebart gehört zu haben. Er ist dieser Brandbronzebart. Die Eisenzwerge hatten keine Verwendung für ihn und ich verstehe nicht, warum wir ein Interesse an seinen Notizen haben sollten. Ich könnte jetzt was über Brandbronzebart erzählen. Ein faszinierender Fund, Onimandra, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Die Sprache ist mir nicht bekannt und nach allem, was wir wissen, ist dies bloß das Tagebuch eines Soldaten. Lasst mich das sehen. Das Tagebuch entschlüsseln. Okay, achso, Dieses Tagebuch ist zwergisch. Ich kann dieses Gekrakel nicht lesen, aber eine Sache verstehe ich wohl. Bran Bronzebart, der Bruder des Königs von Eisenschmiede? Es kann sein, dass ihr zu früh gesprochen habt, Paluna. Was wollt ihr sagen? Überlegt einmal, wie wertvoll ein Mitglied der zwergischen Königsfamilie als Geisel sein kann. Sollte er in der Nähe sein, so müssen wir ihn finden. Zunächst müssen wir allerdings einen Weg finden, dieses Tagebuch zu entziffern. Okay. Ich glaube, jetzt kommt die Quest. Vortag hat recht. Wir können uns diese Gelegenheit nicht durch die Lappen gehen lassen. Zum Glück weiß ich, wie wir das Tagebuch dieses Bran übersetzen könnten. Die Schamanen der Rotfang-Vorbolgs, die sich am Schrein des Herzensblutes südlich des Lagers versammeln, pflanzen ein Kraut mit Namen Geisteratem an. Ein erfahrener Mystiker kann daraus einen Weihrauch herstellen, mit dessen Hilfe er sich die Weisheit der Geister der Vorfahren zunutze machen kann. Die Gärten der Schamanen sind ein wohlbehütetes Geheimnis, doch sucht den Schamanen namens Grumbalg Einauge auf. Er sollte das Kraut bei sich tragen, da er es für seine Opfergaben an Ursok benötigt. Okay. Dann haben wir hier noch... Habt ihr die Geweihe dabei? Ja, es war aber echt nötig, ziemlich viele Hirsche umzulegen, nur um diese 5 Geweihe zu kriegen. Finde ich nicht gut. Das sollte reichen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Möge die ewige Sonne euch beschützen. Ausgrabungsleiter Roka hat sich entschieden uns... Achso, lasst uns sehen, ob es dies funktioniert. Ja, machen wir erstmal das und danach nehmen wir die Quest an. Ist vielleicht besser. Wo bin ich? Ihr seid unter den Taunka von Onequa-Zwerg. Solltet ihr bereit sein, uns gegen den gemeinsamen Feind zu helfen, so wird euch hier nichts Böses geschehen. Er ist ein Zwerg, er könnte das Tagebuch übersetzen. Denkt darüber nach, Ausgrabungsleiter, aber entscheidet euch schnell. Wir müssen schnell handeln. Okay. Ausgrabungsleiter Roka hat sich entschieden, uns zu helfen. Er hat einen Plan erarbeitet, die Stärke der Eisenzwerge gegen sie zu wenden. Ich muss zugeben, dass unser Freund einsichtiger ist, als ich ihm zugetraut hätte. Er hat recht, wenn er sagt, dass wir zu wenige sind, um einen direkten Angriff wagen zu können. Reist nach Dun Argol in die verschneiten Regionen im Südosten und stehlt alle Blaupausenteile für ihre Kriegsgolems von den Runenschmieden dort. Bringt die vollständige Blaupause zu Roka und wir werden sehen, ob sein Plan Wert hat. Okay.
stehlen ist okay, das kriege ich bestimmt hin. Ich bin ja voll der Dieb, ne? So voll der Schleicher und alles. Also, vielleicht nicht die Beste. Das mich machen zu lassen. Rein vom. Ich bin eigentlich keine schleichfähige Person. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen nachzugucken. Hätte ich noch das. Kann ich noch das. Ich glaube, der nordische Eintopf, ja, der ist da. Nee, okay, ich kann nur noch gerösteten Wok machen. Ich müsste aber, glaube ich, mal eben mich reparieren. Das geht da hinten. Jinun, ja, danke. Hast du irgendwas Interessantes? Nein. Geht mit der Erdenmutter. Ja, ich gehe mit der Erdenmutter. Ich werde jetzt mal einen Cut machen. Ich werde mich so lange mal hier zum Gastwirt stellen. Ich habe mal das. Und dann werde ich einfach mal ein Lagerfeuer machen. Hier. Klar, mitten auf dem Fellboot. Ja, alles klar. Koch mal ein bisschen gerösteten Wok. und ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge diese Quest hier alle machen. Werde auch rausfinden, wie ich an den Tarn. Also wahrscheinlich bin ich irgendwo nicht lang gelaufen. Und ja, wir haben hier ein paar Aufgaben. Da oben haben wir noch das, aber wir müssen erstmal das mit dem Geisteratem machen. Das finde ich jetzt gerade interessanter. Und ja, alles klar. Ja, ich muss mal schauen. Also ich denke mal, ich werde, sobald wir hier nach Suldrak gehen, werde ich wieder auf Disziplin umswitchen. Es macht schon Sinn, gerade mehr mit Schatten zu arbeiten, glaube ich. Es ist, ich fühle mich da einfach wohler mit. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.